Mein Name ist Guido Reifenberger. Ich bin Professor für Neuropathologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und leite dort das Institut für Neuropathologie am Universitätsklinikum in Düsseldorf. Ja, die Neuroonkologie ist ein interdisziplinäres Fach, was sich mit der Diagnostik, mit der Behandlung und auch mit der Erforschung von Tumoren des Nervensystems beschäftigt. In der Neuroonkologie arbeiten viele Fächer miteinander zusammen. Zu nennen sind hier zum Beispiel die Neurochirurgie, die Neurologie, die Onkologie, die Radiotherapie, auch Grundlagenforscher und eben auch die Neuropathologie, also das Fach, aus dem ich komme. Nun, das ist ein sehr interessantes Forschungsgebiet, das mich schon lange fasziniert. Eigentlich bin ich schon als junger Medizinstudent in das Fach hineingegangen, habe meine Doktorarbeit mit einem neuroonkologischen Thema mich da beschäftigt. Und seitdem bin ich sozusagen der Neuroonkologie treu geblieben. Die Gründe sind einerseits medizinisch natürlich. Die Hirntumoren sind zwar insgesamt seltene Tumoren, sie machen nur etwa so 2 bis 3% aller Krebserkrankungen aus, aber leider ist ein großer Teil dieser primären Tumoren des Gehirns auch bösartig und es gibt bislang da noch keine wirkliche Heilung für die Patienten, die von so einem Tumor betroffen sind. Außerdem ist es so, dass zum Beispiel im Kindesalter sind die Hirntumoren in der absoluten Häufigkeit an zweiter Stelle nach den akuten Leukämien. Und die meisten Kinder, die an Krebs sterben, sterben tatsächlich an Hirntumoren. Insofern gibt es da noch sehr viel zu erforschen. Wir wollen sozusagen die Mechanismen besser verstehen, die zu diesem Tumorwachstum führen, um dann ganz gezielt eingreifen zu können. Ja, translationale Forschung, da denkt man vielleicht bei dem Wort Translation, wenn man sich das englische Wort vorstellt, Translation, Übersetzung. Es geht letztendlich dabei um die Übertragung von grundlagenwissenschaftlichen Forschungsergebnissen, also Ergebnissen, die man zum Beispiel im Labor erzielt, in die klinische Anwendung, also an das Krankenbett zur besseren Diagnostik oder besseren Behandlung von Patienten. Ja, ich freue mich natürlich außerordentlich, den Deutschen Krebspreis im Forschungsgebiet translationale onkologische Forschung dieses Jahr zu erhalten. Das ist wirklich eine außerordentlich schöne Bestätigung unserer wissenschaftlichen Arbeit in den letzten Jahren. Und natürlich ist das auch eine Bestätigung nicht nur für mich selbst, sondern auch für mein Team und auch für die vielen Kooperationspartner, mit denen wir in den letzten Jahren diese Art von Forschung erfolgreich betreiben konnten. Also ganz herzlichen Dank auch an das Team und an die Kooperationspartner. Ja, konkret geht es darum, dass wir besser verstehen wollen, welche molekularbiologischen und biochemischen Veränderungen in den verschiedenen Arten von Hirntumoren von Bedeutung sind und die dazu letztendlich führen, dass Zellen entstehen, die dann zum Tumorwachstum führen und letztendlich die Ursache sind für diese Krebserkrankung. Und dazu benutzen wir im Prinzip moderne Methoden. Wir suchen nach Mutationen im Erbgut der Tumorzellen und finden, wenn wir solche Mutationen finden, können wir sie auch wieder nutzen, klinischerseits, als sogenannte Biomarker, das heißt Marker, die für bestimmte Formen von Hirntumoren ganz spezifisch sind. Und das hilft uns zum Beispiel dann, wenn wir diese Biomarker bestimmen, also diese Mutationen nachweisen, zu einer besseren Diagnostik dieser Tumoren. Und es kann auch sehr hilfreich sein und eine Voraussetzung dafür sein, dass wir dann später den entsprechenden Patienten, in dessen Tumor wir diese Veränderung nachweisen konnten, dann ganz gezielt daraufhin behandeln können. Also das ist sozusagen der Ansatz, den wir verfolgen. Und da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, gerade auch im Bereich der Hirntumorforschung. Das führt letztendlich zu einer Verbesserung der Diagnostik und Therapie von Patienten mit Hirntumoren. Ein gutes Beispiel ist hier, dass im letzten Jahr 2016 eine neue Klassifikation der Hirntumoren erarbeitet wurde, an der wir auch mitarbeiten
konnten und die von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, herausgegeben wurde. Und in dieser Klassifikation werden jetzt erstmalig nicht nur gewebetypische Parameter oder gewebetypische Kriterien begutachtet, die man unter dem Mikroskop sich anschaut, also an Gewebeschnitten, sondern es werden jetzt auch sogenannte molekulare Biomarker, also spezifische Mutationen im Tumorgewebe nachgewiesen. Und diese werden dann anschließend kombiniert, also die mikroskopischen Befunde und die molekularpathologischen Biomarkerbestimmungen werden miteinander kombiniert in einer sogenannten integrierten Diagnose. Und das hat nun dazu geführt, dass wir wirklich Tumoren wesentlich besser, wesentlich genauer einordnen können und klassifizieren können, was wiederum dem Patienten unmittelbar zugute kommt, weil dann eben dieser Patient zielgenauer auf seinen eigenen Tumor hin behandelt werden kann. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Entwicklung gewesen. Diese Klassifikation wird inzwischen weltweit eingesetzt. Zusätzlich zu dieser Verbesserung der Klassifikation von Tumoren des zentralen Nervensystems gibt es inzwischen auch Biomarker, die uns helfen, die individuelle Prognose des einzelnen Patienten besser vorherzusagen, also wie er auf die Therapie auch ansprechen wird. Und wir haben inzwischen auch bestimmte Biomarker, man nennt die prädiktive Biomarker, die uns dann tatsächlich helfen, im einzelnen Patienten eine Therapieentscheidung durchzuführen. Also zum Beispiel, ob der Patient eher von einer Strahlentherapie oder von einer Chemotherapie profitiert, wenn er einen Tumor hat, in dem ein bestimmter Biomarker vorhanden ist oder nicht. Also das sind, denke ich, ganz erhebliche Fortschritte in der Diagnostik, in der Vorhersage der Prognose, aber auch in der spezifischen, gezielteren Therapie von Patienten mit Hirntumoren. Allerdings muss man auch sagen, dass es nach wie vor für viele dieser bösartigen Hirntumoren auch noch keine wirklich durchschlagende Therapie in dem Sinne gibt, dass man die Patienten heilen kann. Hier gibt es also in der Tat noch sehr viel Forschungsbedarf. Es gibt erste Fortschritte, dass es auch ganz gezielte Ansätze gibt, die auf solchen molekularen Veränderungen basieren, die tatsächlich eine Verlängerung des Überlebens der Patienten dann auch bedingen können. Aber hier wollen wir auch in Zukunft dann noch weiter forschen, um das Feld dann auch weiter voranzubringen.